Hallo, herzlich willkommen im Häkelzimmer. Im heutigen Video möchte ich mit euch einen Schal häkeln in einer Muschelmuster-Variante. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Projekt, das sich super gut als Einsteigerprojekt eignet. Also wenn ihr jetzt noch nie was gehäkelt habt, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit diesem Projekt anfangen. Es ist aber auch nicht so, dass es jetzt hochkompliziert wäre, weil dann könnte ich es auch selber gar nicht machen. Also ihr könnt es ruhig einfach mit mir zusammen ausprobieren. Ich zeige das ganz langsam. Alles, was man im Grunde können muss für dieses Projekt, sind Stäbchen und Luftmaschen. Also von der Art der Maschen ist es jetzt nicht besonders kompliziert. Es ist also von der Anordnung her so ein bisschen. Ich zeige euch das gleich, was ich damit meine. Versucht es einfach mitzumachen, wenn ihr Lust dazu habt. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe dafür diese Wolle ausgewählt, die ich euch vor einigen Wochen schon mal in einem Wollvorstellungsvideo gezeigt habe. Das ist ein Bobble von Rico Design, Creative Cotton Degradé heißt das. Damit habe ich auch schon mal hier auf dem Kanal gehäkelt. Ist ein Bobble mit 200 Gramm Gewicht und einer Lauflänge von 800 Metern. Besteht aus 50% Baumwolle und 50% Polyacryl und ist geeignet für 3,5er Nadeln. Ich habe auch eine 3,5er Nadel hier. Und dieser Farbverlauf, den fand ich jetzt für Frühling und Sommer sehr schön, weil der so hell ist. Fängt also innen mit Weiß an und geht dann so in beige-grautöne über. Fand ich so ganz nette Abwechslung mal. Ich habe ja sonst eigentlich gerne bunte Wolle. Jetzt nehmen wir heute mal diese hier. Und wir häkeln für diesen Schal jetzt erstmal eine Luftmaschenkette. Dazu machen wir einen Anfangsknoten, indem wir das kürzere Ende des Fadens über das längere legen. Von hinten durch diese Schlaufe durchstechen und den Faden durchziehen. Dann nehme ich den Faden auf die Hand und mache jetzt erstmal eine Luftmaschenkette aus 60 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Oh, hier ist so ein kleiner Knoten in dem Garn, den muss ich mal gerade einmal beseitigen. So, den Knoten habe ich beseitigt. Und jetzt müssen wir, damit dieses Muster nachher aufgeht, auf die 60 Luftmaschen, die wir gehäkelt haben, noch 7 Luftmaschen drauf häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also man kann den Schal breiter und auch schmaler machen. Wichtig ist, dass die Luftmaschenkette, die Anzahl der Luftmaschen durch 4 teilbar ist. Und dann legt man noch 7 Luftmaschen obendrauf, um dann in die 5. Luftmasche von der Nadel aus zurückzustechen. Also wir haben hier die erste, die zweite, die dritte, die vierte und hier ist die 5. Luftmasche. Und dort in diese 5. Luftmasche hinein häkeln wir jetzt 4 Stäbchen. Dazu nehmen wir einen Umschlag, gehen in diese 5. Luftmasche rein, holen den Faden durch, haben dann 3 Schlaufen auf der Nadel, ziehen den Faden durch 2 und nochmal durch 2 und haben so ein Stäbchen gehäkelt. Und das machen wir jetzt noch 3 weitere Male in dieselbe Luftmasche hinein. Immer einen Umschlag nehmen, in die Luftmasche einstechen, 3 Schlaufen auf der Nadel, Faden durch 2 und nochmal durch 2. Jetzt haben wir das 2-mal gemacht, machen das noch ein drittes Mal in dieselbe Masche und ein 4. Mal. Dann haben wir 4 Stäbchen gehäkelt. Jetzt übergehen wir 3 Luftmaschen hier unten auf dieser Kette und häkeln in die 4. wieder 4 Stäbchen. Also wir machen 1, 2, 3 Luftmaschen übergehen wir und häkeln dann in die 4. hinein wieder 4 Stäbchen.
ein Stäbchen. Daneben in dieselbe Masche direkt das zweite, das dritte. Und das vierte Stäbchen. Und das machen wir jetzt die ganze Luftmaschenkette über. Wir überspringen also immer drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Hier ist wieder die vierte. Und häkeln dort hinein wieder vier Stäbchen. Das machen wir, bis wir das Ende der Luftmaschenkette erreicht haben. Nehmen also immer einen Umschlag, stechen in die Luftmasche ein, haben dann drei Schlaufen auf der Nadel, ziehen den Faden durch zwei, nochmal durch zwei und das machen wir insgesamt viermal, jeweils in dieselbe Luftmasche hinein und dazwischen werden immer drei Luftmaschen übersprungen. Ein Umschlag, in die Luftmasche einstechen, den Faden durchholen. Wir haben drei Schlaufen auf der Nadel, ziehen den Faden durch zwei und nochmal durch zwei, haben ein Stäbchen gehäkelt, noch einmal in die Luftmasche rein, Faden durchholen, durch zwei und durch zwei, haben ein zweites Stäbchen gehäkelt, machen das Ganze ein drittes Mal, durch zwei und durch zwei. Und noch ein viertes Mal. So gehen wir jetzt vor bis zum Ende der Luftmaschenkette und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich bin fast am Ende der Luftmaschenkette angekommen. Ich häkle jetzt nochmal in diese vierte Luftmasche vier Stäbchen hinein. Eins, zwei, drei und vier. Und habe dann auf der Luftmaschenkette nur noch zwei Luftmaschen übrig. Da überspringe ich jetzt die vorletzte und häkel in die letzte hinein nochmal ein Stäbchen zum Abschluss der Reihe. Nur ein Stäbchen. Dann habe ich diese erste Reihe fertig gehäkelt und nehme jetzt drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei und wende. Hier haben wir jetzt also eine Reihe von diesen kleinen Muscheln und da häkeln wir jetzt die zweite Reihe drauf und die häkeln wir anders, nämlich so, dass wir dieses erste Stäbchen übergehen, das wir jetzt eben zum Abschluss gehäkelt haben der Reihe und wir übergehen auch die ersten drei Stäbchen dieser Muschel, 1, 2 und 3 und häkeln in das letzte Muschelstäbchen, dieses hier, da hinein häkeln wir ein Stäbchen. Nehmen also einen Umschlag, gehen in dieses letzte Stäbchen von der Muschel rein. Da. Und häkeln dort hinein ein Stäbchen.
Dann machen wir zwei Luftmaschen und häkeln ein Stäbchen in das erste Stäbchen von dieser Muschel zurück. Wir nehmen also einen Umschlag und gehen jetzt zurück in das erste Stäbchen der Muschel. Holen den Faden durch, haben wieder drei Schlaufen auf der Nadel, ziehen ihn durch zwei und nochmal durch zwei. Und dann entsteht auf der Muschel so eine dann entsteht hier so ein kleiner Luftmaschenzwischenraum, in den stechen wir nachher in der nächsten Runde ein, aber dazu jetzt erstmal noch nicht. Wir machen jetzt erstmal diese Reihe hier weiter. Und zwar geht das jetzt immer so, dass wir einen Umschlag nehmen und ein Stäbchen jeweils in das letzte Stäbchen der nächsten Muschel häkeln. Wir stechen also hier in das letzte Stäbchen der nächsten Muschel ein, holen den Faden durch, ziehen ihn durch zwei und nochmal durch zwei. Dann machen wir wieder zwei Luftmaschen und gehen zurück in das erste Stäbchen von dieser Muschel. Nehmen einen Umschlag, gehen in das erste Stäbchen zurück. Haben wieder drei Schlaufen auf der Nadel, ziehen den Faden durch zwei und nochmal durch zwei. Also das ist eigentlich das, was dieses Muster so ein bisschen schwierig oder anders macht, dass man immer nochmal zurücksticht. Dass man also erst in die letzte Masche einsticht und dann in die erste Masche zurückgeht. So machen wir jetzt auch weiter. Wir nehmen immer einen Umschlag und gehen dann in die letzte Masche, in das letzte Stäbchen der Muschel hinein. Holen den Faden durch, haben drei Schlaufen auf der Nadel, ziehen durch zwei und durch zwei. Nehmen dann zwei Luftmaschen und gehen dann zurück in die erste Schlaufe, das erste Stäbchen, besser gesagt, dieser Muschel. Holen den Faden dann wieder durch zwei und nochmal durch zwei. Und so machen wir das jetzt diese ganze Muschelkette über. Dass wir also immer in das letzte Stäbchen der Muschel mit einem Umschlag einstechen. Faden durchholen. Durch zwei und durch zwei. Zwei Luftmaschen. Und zurück in das erste. Faden durchholen. Durch zwei. Und durch zwei. Das machen wir jetzt die ganze Reihe über bis zum Ende und dann zeige ich euch nochmal, wie es in der nächsten Runde weitergeht. Wir sind bei der letzten Muschel angekommen. Auch da gehe ich wieder in das letzte Stäbchen, häkel da ein Stäbchen hinein, nehme zwei Luftmaschen und gehe zurück in das erste Stäbchen der Muschel, um auch da ein Stäbchen hinein zu häkeln. Und dann mache ich nochmal in diese Wendeluftmasche, in die oberste der Vorreihe, auch ein Stäbchen hinein für den Abschluss der Reihe, damit wir hier am Rand eine gerade Kante bekommen. Jetzt haben wir hier die ersten zwei Reihen von diesem Muster gehäkelt. So sieht das aus. Jetzt kommen wir zur dritten Reihe.
Dann nehmen wir wieder 3 Luftmaschen. 1, 2 und 3. Und wenden. Und jetzt häkeln wir wieder Muscheln. Und zwar sind unsere Einstichstellen jetzt immer diese kleinen Luftmaschenbögen, die zwischen den 2 Stäbchen, die wir oben in die Muscheln reingehäkelt haben, entstanden sind. Hier ist der erste von diesen Luftmaschenbögen. Wir nehmen einen Umschlag, gehen in den Bogen rein und häkeln dort hinein 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Luftmaschenbogen. Der ist hier. Wenn man das ein bisschen auseinanderzieht, kann man es gut sehen. Hier ist ja die nächste Muschel. Und da oben drauf sind diese 2 überkreuzten Stäbchen, zwischen denen wir jeweils 2 Luftmaschen gehäkelt haben. Und da ist dann die Einstichstelle. Wir nehmen also wieder einen Umschlag, gehen in den Luftmaschenbogen und häkeln da hinein 4 Stäbchen. Und 4 Stäbchen. Das machen wir jetzt in jedem dieser Luftmaschenbögen. Hier ist wieder der nächste. 1, 2, 3 und 4 Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Und diese 2 Reihen setzen wir jetzt die ganze Zeit über fort. Wir häkeln immer eine Reihe Muscheln, so wie diese jetzt hier. Immer in die Luftmaschenbögen der Vorreihe zwischen den 2 Stäbchen, die wir auf die Muschel der Vorreihe gehäkelt haben. Und in der Reihe danach häkeln wir wieder Stäbchen, getrennt durch Luftmaschenbögen. Ich bin hier jetzt beim letzten Luftmaschenbogen der Reihe angekommen. Hier häkle ich jetzt gerade das 3. Stäbchen und jetzt noch das 4. Und auch hier in dieser letzten Reihe häkeln wir dann ein Stäbchen in die Wendeluftmasche. Dann nehmen wir wieder 3 Luftmaschen zum Wenden und drehen um. Und so sehen jetzt die ersten Reihen dieses Musters aus. Das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit. Also jetzt die nächste Reihe sind dann wieder diese einzelnen Stäbchen und in der Reihe danach kommen dann wieder Muscheln. Wir machen jetzt nochmal den Anfang dieser Reihe zusammen. Wir übergehen wieder dieses erste Stäbchen. Das beachten wir eigentlich nie. Das dient nur dazu, dass der Rand gerade bleibt. Wir nehmen dann also wieder einen Umschlag, gehen in das letzte Stäbchen der ersten Muschel hinein, häkeln da ein Stäbchen hinein, machen 2 Luftmaschen,
Nehmen wieder einen Umschlag und gehen zurück in das erste Stäbchen von dieser Muschel. Und auch da kommt ein Stäbchen rein. Und so setzen wir das jetzt wieder fort, die ganze Reihe über. Immer in das letzte Stäbchen einer Muschel einstechen, ein Stäbchen hineinhäkeln, zwei Luftmaschen machen und in das erste Stäbchen der jeweiligen Muschel zurückstechen und auch da ein Stäbchen häkeln. Und dann entstehen ja wieder diese Luftmaschenbögen, in die wir dann in der nächsten Runde wieder einstechen können, um dort dann wieder Muscheln reinzuhäkeln. Also diese beiden Reihen werden den ganzen Schal über wiederholt, so lange, bis der Schal so lang ist, wie ihr ihn gerne hättet, oder bis keine Wolle mehr da ist, je nachdem. Ich zeige euch gleich mal, wenn ich ein ganzes Stück weitergekommen bin, wie der Farbübergang aussieht bei diesem Knäuel, dass ihr das vielleicht auch so ein bisschen besser einschätzen könnt, ob euch der Farbverlauf gefällt. Ansonsten gibt es natürlich dieses Garn auch in ganz vielen anderen Farbtönen. Wenn ihr eine andere Farbe möchtet oder auch eine andere Wolle, selbstverständlich geht das alles. Ich zeige euch jedenfalls gleich, wie es mit diesem Knäuel hier aussieht, wenn es ein bisschen weiter gehäkelt ist. Ich habe einiges von diesem Knäuel jetzt weiter gehäkelt. Ich habe noch so viel übrig, also schon noch ein ganzes Stück, also ein bisschen was habe ich noch vor mir. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch mal so den Zwischenstand und ein bisschen was von dem Farbverlauf. Der ist nämlich bei diesem Knäuel, was ich hier genommen habe für dieses Projekt, ganz subtil. Also ich weiß gar nicht, ob man das in der Kamera gut sehen kann. Also ich sehe es selber ehrlich gesagt kaum. Hier fängt so der erste Übergang an. Also hier am Anfang ist es ja ganz weiß, das Garn. Und dann kommt der erste Farbübergang, wo einer von diesen weißen Fäden durch den ersten etwas dunkel-beige-graueren Farbton ersetzt wird. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob man das sehen kann. Ich ziehe das mal hier so ein bisschen runter. Das geht dann hier nochmal weiter. Hier kommt dann der nächste Übergang. Ich habe das Gefühl, man sieht es nicht. Aber ich versuche es euch mal so gut es geht zu zeigen. Das ist jetzt hier wirklich ganz, also kaum zu erkennen, aber dann später, wenn es dann dunkler wird, sieht man es dann doch relativ deutlich. Gucken, ob ich euch das hier so zeigen kann. Wenn man so diese beiden Farbabschnitte miteinander vergleicht, da sieht man es dann klarer. Also ich finde das sehr schön, weil es so unauffällig ist und sich so in dieses Muster sehr schön einfügt. Also man nimmt es wirklich kaum wahr und dann später sieht man es aber plötzlich doch. So würde ich es mal beschreiben. Also gefällt mir gut, auch das Muster gefällt mir gut. Das ist schöne Wolle mal wieder, die sich wirklich auch schön verarbeiten lässt. Ich mache jetzt noch weiter mit dem Rest von diesem Knäuel und dann zeige ich euch noch das Endergebnis natürlich und sage euch auch dann noch die Maße von dem Schal. So, ich bin fertig geworden mit dem Schal. Ich habe jetzt insgesamt eine Länge von 1,85 Meter erreicht und in der Breite ist der Schal 24 cm. Ich habe von dem Garn noch einiges übrig. Kann daraus also noch mal was machen, muss mir aber überlegen, was das sein könnte. Aber ich habe entschieden, dass ich jetzt aufhöre, weil ich den Schal gerne jetzt in dieser Zeit tragen will. Also wir haben ja jetzt Frühling und gehen bald in Richtung Sommer und da kann man eigentlich mit diesem recht luftigen Muster, wenn man sich den Schal einmal um den Hals trägt, finde ich das jetzt für diese Jahreszeit ganz gut geeignet. Deswegen mache ich ihn nicht noch länger. Ich zeige euch jetzt mal diesen Farbübergang, der ja so ganz subtil ist, hatte ich ja schon bei dem bei diesem Zwischenstandsvideo einmal gezeigt. Das geht also wirklich ganz unauffällig von diesem hellen Weiß vom Anfang über in etwas dunklere, immer dunkler werdendere Grautöne. Und am Ende ist man fast überrascht, wie sehr sich doch der End- und der Anfangsfarbton voneinander unterscheiden. Das fällt einem während des Häkelns gar nicht so auf, weil das halt so leicht und unauffällig ineinander übergeht. Ist wieder ein ganz tolles Garn, hat unheimlich Spaß gemacht, damit zu häkeln, weil das auch ganz weich und angenehm ist, fühlt sich auch auf der Haut richtig gut an. Also das war auf jeden Fall ein schönes Projekt, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!